schau doch gut aus. Schön durchgezogen. Können wir einpacken. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade am Partikel kochen. Es geht wieder auf große Reise, aber wir bleiben in der Heimat. Ich habe wieder 2-3 kleine, mir unbekannte Seen auf dem Zettel. Ich habe wieder Tipps bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall mal an euch für den fetten Zuspruch, für das starke Interesse der letzten Videos des kleinen, unbekannten Waldsees. Ja, und ich habe mich wieder auf die Suche gemacht, habe wieder die Landkarte bei mir in der Umgebung studiert, auf Google Maps hin und her gesucht und habe wieder ein paar interessante Gewässer gefunden. Bei einigen hat es auch geklappt. Ich habe den Gewässerbesitzer ausfindig machen können, habe mit den Jungs geschwätzt und ja, manche haben mit dem Angeln überhaupt nichts zu tun. Die besitzen einfach diese Seen und haben gesagt, wenn du Bock hast, komm vorbei. Wird mich selber auch interessieren, den Gewässerbesitzer, was da genau drin rumschwimmt. Und das ist unser Plan. Diesmal kommt meine Family mit. Wir werden uns 2-3 dieser Seen vornehmen. Futter ist am Start, der Bulli ist voll, ein paar Sachen müssen noch rein und dann ist Abfahrt. Das nächste Abenteuer hier zu Hause in der Heimat steht an. So, wir müssten alles haben. Schaut euch mal diesen Wahnsinn hier an. Alles am Start. Ganz wichtig natürlich Kinderspielzeug, aber auch Till seine erste Angel ist dabei, ja, dass wir da ein bisschen üben können. Gut Proviant, alles mögliche an Tackle. Die Hechtsachen stehen natürlich, weil kein Platz mehr ist. Guten Morgen Finny, du kommst auch mit, gell? Gleich hier vorne neben dem Fahrersitz. Griffbereit. So, jetzt heißt es aber erstmal ein gutes Stückchen fahren. Mein Sohnemann einsammeln. Der rennt noch irgendwo hier rum, der ist schon ganz aufgeregt. Und ich hoffe, ihr auch. Es wird bestimmt wieder mega spannend. Abfahrt. Ein paar Stündchen später sind wir fast da. Jetzt heißt es wieder die letzten Meter per Google Maps alles raussuchen. Ist ganz angenehm, wenn man mal auf dem Beifahrersitz sitzen kann bei solchen Touren. Meine Freundin fährt. Sohnemann ist hinten gut beschäftigt. Sieht ein Erdbeerfeld. Ja, alles voller Erdbeerfelder hier. Ne? Und gleich sind wir am See. Und was machen wir dann dort? Erdbeerfahren. Und? Angeln, ganz genau. Ja, jetzt die letzten paar Meter an das neue, mir unbekannte Gewässer auf dem Handybild raussuchen. Und gleich kann ich euch den kleinen, neuen, geheimnisvollen See zeigen. Daumen drücken, dass sich dicke Fische dort verstecken. Du hast schon die erste Baustelle eröffnet. Ja, wir haben es gefunden, den kleinen und diesmal sehr, sehr penibel gepflegten, geheimen, mir unbekannten See. Bulli haben wir jetzt hier perfekt unter so ein paar großen Tannenbäumen geparkt. Es wird ein bisschen schlechtes Wetter kommen, hier haben wir ein bisschen Schutz. Ja, und die ersten Fische konnte ich auch schon sehen hier bei der Seebegehung. Uiuiui, die ersten Fische sehen wir schon mal hier. Ist ein schöner Spiegler, da schwimmt er rum. Guck mal da. Da, jetzt geht er wieder zurück ins Tiefe. Da ist er. Da ist er eben geschwommen. Hier ist er geschwommen eben. Da kommt noch einer. Ich sehe den ein bisschen besser, weil ich eine Brille auf habe. Leicht trübes Wasser. Überall an den Seiten so tolle Schilfgürtel. Das sieht echt toll aus. Der Eigentümer nutzt die Anlage hier einfach als Freizeitanlage. Und ja, sagt, der hat ein paar Mal hier geangelt. So ein bisschen rumgeangelt, ein paar Karpfen sollen drin sein, aber er weiß nicht genau, was Sache ist. Er sagt, es sollten auch Raubfische drin sein, sein Vater hat früher mal was besetzt, aber er ist genauso gespannt, glaube ich, wie ich und ihr, was wir hier fangen können. Hier am Ufer überall große so Schilfgürtel. Sieht spannend aus. Auf jeden Fall ein tolles Gewässer, ein kleines, überschaubares Gewässer, um mit der Family mal unterwegs zu sein und hier in der Heimat wieder ein Abenteuer erleben zu dürfen. Ich bin gespannt. Guck mal, ganz viele kleine Fische hier vorne im Wasser. Ich bin ein Fischangler.
angeln. Ja, wir angeln den Fisch. Wir müssen erst jetzt noch mal alles aufbauen. Hier kannst du abkippen, genau. Rotaugen, überall Weißfisch im Uferbereich. Echt traumhaft. So, aber jetzt erstmal für die Family alles ordentlich hier aufbauen. Sieht ja immer noch aus wie Sau hier alles. Und dann fangen wir mit dem Angeln an. Wird spannend. Bleibt dabei. So, unser rollendes Zuhause ist vorbereitet. Frau und Kind schlafen oben im Schlafdach. Mega gute Sache. Und ich werde irgendwo hier am Seeufer dann mein Zelt aufbauen. Was ich euch noch zeigen wollte, ich habe eine coole neue Kühlbox am Start. Eine schöne flexible mit richtig Platz drin. Schaut mal, alles auf 6 Grad, auf minus 6 Grad runtergekühlt, also gefroren. Eiswürfel, alles Mögliche am Start. Zeige ich euch mal noch genauer nachher im Video, aber jetzt heißt es erstmal den See erkunden, Angeln fertig machen und auslegen. Aber ganz wichtig, wenn man mit Family unterwegs ist oder auch wenn man jetzt im Warm unterwegs ist, dass man Speisen kühlen kann, ein paar kühle Getränke hat und sogar ein paar Eiswürfel, wenn es abends gemütlich wird und der erste Cocktail hier über den Tisch wandert. Wo kommen die Paddel hin? Hier. Genau, die Paddel kannst du schon zusammen machen, die kann man da zusammenstecken. Wo? Hier ist ein Loch für die Paddel und da, da steckst du es rein. Und Papa macht Schlauchboot, okay? Mhm. Ja. Super hast du es gemacht. Super, wer die Paddel zusammenbauen kann, der kann auch schon bald die Angel zusammenbauen. Ja. Genau, kräftig pumpen. Guck mal, wie die Luft drauf geht. Es geht rucki zucki bei unserem kleinen Zepter. Hab extra das Boot mit dem Luftboden mitgenommen, das ist schön flexibel. Ob wir es hier brauchen, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht können wir auch die Ruten werfen. Aber es ist immer gut, wenn man eins hat, dass man es auch mitnimmt. Denn wenn man einen Fisch irgendwo festläuft, habt ihr ja auch im letzten Video gesehen, ich verlinke es euch hier oben nochmal, am letzten kleinen Waldsee. Soll ich weiter pumpen? Ja. Genau, ist auch anstrengend, gell? Ja. Da ist es immer gut, wenn man so ein kleines Boot dabei hat. Und vor allen Dingen, die Kids haben auch Spaß, denn man kann ein bisschen Bootsche fahren. Unser Camp steht. Mein Sohnemann ist totgespielt. Der hat den ganzen Tag hier natürlich jetzt mega Action gehabt. Und ich werde jetzt auch keine große Action mehr hier machen. Ich habe vorhin ja hier im Uferbereich, habt ihr ja gesehen, hier vorne ein paar Fische rumschwimmen sehen. Ich habe zwar ein Boot dabei, aber werde es heute Abend jetzt gar nicht nutzen, sondern werde meine Ruten einfach hier hinter diesem Schilfgürtel schlenkern. Genau vor die Schilfkante. Habe jetzt einfach einen kleinen Eimer dabei mit einer Futterschaufel, ein paar Scubata-Boilies da drin, ein paar Tigernüsse, ein bisschen Mais, frisch gekocht, der riecht schon ziemlich gut und habe zwei Ruten vorbereitet, ohne viel Schnickschnack. Auf der einen Rute habe ich eine Tigernuss drauf mit einem Pop-Up-Gummimaiskorn und auf der zweiten Montage einen süßen, halbierten Scubata-Boilie und obendrauf gesetzt einen halbierten Neon-Poppy, dass der Köder wie ein Schneemann, das kennt ihr von mir, schön sich über Grund aufstellt. Also erstmal ohne Schnickschnack angeln und die Montagen ganz einfach hier vom Ufer hinter der Schilfkante platzieren und dann einfach zurück zum Spot laufen. Ich werde eine Rute hier am Anfang vom Schilfgürtel platzieren und die zweite am Ende. Denke ich, ist eine ganz gute Taktik für den ersten Abend jetzt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das war's, gar nicht zu viel Futter gebracht. Nur ein paar Leckerbissen verteilt. In der Hoffnung, dass die Fische, wenn sie hier an dem kleinen, unbekannten
Flachlandsee. Ja, ist ja kein richtiger Waldsee. Ist ja im Hintergrund alles kahl hier in diesem Gebiet. Wenn Sie an der Uferkante vorbeiziehen, da wo wir sie heute Mittag auch gesehen haben, dass wir gleich einen Abnehmer finden. Zum Angelplatz. Führe die jetzt hier schön am Ufer entlang. So, beide Ruten sitzen drüben am Schilfgürtel. Eine ganz außen, eine genau hier vorne vor den Füßen. Mit dem Rumlaufen, das hat super geklappt. Bin mal gespannt, ob es auch ohne Schnickschnack, ohne Echolot, ohne Boot alles funktioniert. Boot haben wir auf jeden Fall dabei, falls irgendwo hier ein Fisch in ein Hindernis reinrennt. Wie gesagt, ich kenne das Gewässer nicht, kann alles passieren. Aber in erster Linie haben wir das Boot erstmal als Badeboot für meinen Sohnemann dabei. Ruten sitzen, Daumen drücken, ich bin gespannt. Die erste Nacht an einem neuen Gewässer, ja, ist immer was Besonderes. Und wenn dann noch irgendwann ein Fisch abpfeift, umso besser. Fallbiss. Kommt wieder raus. Ist ja unglaublich. Lag keine Stunde jetzt die Rute. Das ist kein ganz kleiner. Tigernuss mit Fake-Maiskorn obendrauf. Eine Stunde nachdem beide Ruten gelegen waren, pfeift der erste ab. Ja, knapp vom Schilf abgelegt, deswegen ist der Swinger nur runtergegangen. Fallbiss. Bin ich jetzt mal gespannt. Der erste Fisch an einem neuen Gewässer ist immer was Besonderes. Ganz schön bösartig. Naja, gutes Futter, gute Fische. Ich glaube, es ist ein schöner Schuppi. Vor allen Dingen kein kleiner Schuppi. So, ich setze mich jetzt hier mal auf die Treppe. Da, wo mein Sohnemann die Baustelle vorhin hatte. Seht ihr, geht auch ohne Boot. Geht auch ohne Boot. An der Schilfkante haben wir die Fische gesehen, wie wir angekommen sind. Und da kam gleich der erste Abnehmer. Richtig schöner Schuppi. Was ein Büffel! Was ein Büffel! Ich zeige euch gleich mal. Wahnsinn! Fake-Maiskorn, kleine Tigernuss und ein richtig starker Schuppi. Ja, der Anfang ist gemacht, ging schneller als gedacht. Ein richtig starker, langer Schuppi hat der Tigernuss und dem
Pop-up-Maiskorn nicht widerstehen können. Wirklich starker Fisch, hat gut gefeidet. Wahnsinn, Wahnsinn. Petri Heil. So erfolgreich kann Familienurlaub sein. Die erste Nacht am neuen Gewässer. Ist nicht mal Nacht. Wird erst Nacht. Ging schon gut los. Petri. Wahnsinn. Das ging ja echt schneller als erwartet, ja. Hier drüben an dem Schilfgürtel, Anfang und Ende, haben wir die Ruten vom Ufer geworfen. Sind dann gerade hier rumgelaufen. Stunde später, der erste starke Schuppi am Band. Mal gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, es könnte eine unruhige Nacht werden. Legst du Biss wieder auf die gleiche Route, ein bisschen schneller rein. Verrückt, wirklich verrückt. Also auf Partikel scheinen sie zu stehen. Das ist doch verrückt, oder? Das ist doch verrückt. Zwei Fische innerhalb von 2 Stunden. Am Anfang kam er ganz gut rein, aber jetzt macht das gleiche Schauspiel wie der Vorgänger. Im Uferbereich, nach dem Kiesstreifen hier, vermute ich, fällt er relativ schnell tief ab, der See. Ich glaube, das ist ein großer Graser. Deswegen auch dieses verhaltene im Biss, habt ihr ja gesehen, Zwinger hoch, Zwinger runter. Und dann der Fisch rangekommen wie eine Karausche. Ich habe ja noch euch in der Kamera gesagt, ein kleiner Fisch. Ja. Typisches Verhalten vom Graser. Und am Ufer explodieren sie dann. Und ich glaube, ich erkenne da einen langen Graser. Ja, ganz typisch. Und jetzt kreischt die Bremse. Erst ein starker Schuppi und jetzt ein guter Graser. Macht also nie den Fehler, wenn ihr irgendwo mit den Partikeln angelt und einen Biss kriegt, einen verhaltenen Biss, dass ihr die Bremse komplett zumacht und den Fisch ranballert. Weil vorm Ufer kann es dann einen Schlag geben, wie es bei mir gerade der Fall ist. Großer Graser drauf und dann fetzt euch alles ab. Ein guter Graser. Ein U-Boot. So, mal schauen, ob wir den hier kriegen können. Aber in der Regel drehen die nochmal durch, die Jungs. Wahnsinn, das ist ja echt verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Der will noch nicht. Wie ihr es erkennen könnt, ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt, eigentlich mit Festblei, einfach um die ganzen Bleie jetzt im Wasser nicht zu verlieren, wenn die irgendwo aushaken. Ist natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko, wenn das Blei in der Montage bleibt. Aber wir versumpfen die Gewässer nicht so, ne? Mit einer Safety-Clip-Montage haken die Bleie dann aus, wenn der Fisch sich irgendwo festläuft oder wenn der Ran richtig stark losgeht. Aber wenn ihr Frequenz habt, was ja gerade bei uns zum Glück der Fall ist im neuen Gewässer hier, im neuen unbekannten Gewässer, und immer die Bleie verballert, ist auch nicht so geil, ne? So,
mein Freund. Jetzt schauen wir mal, ob wir dich hier reinkriegen. In unseren. Naja, jetzt geht er nochmal runter. Seht ihr jetzt erstmal, wie tief der See doch ist? Fisch steht jetzt unten an der Kante. Wie gesagt, ich habe kein Echolot dabei. Ich konnte nur so ein bisschen loten, will mir einen Überblick verschaffen, was ich gesehen habe vom Ufer her. Unglaublich, wie der Fisch sich jetzt entwickelt. Erst so easy going ans Ufer gekommen. Und jetzt geht er hier ab wie Hölle. Will nicht verlieren, deswegen sachte Drillen. Muss ein bisschen Luft schnappen. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Das ist echt schön mit den kurzen Explorer-Routen. Hier bei so kleineren Gewässern. Ist noch grandig, ne? Merkt ihr. Richtig böse drauf. Na komm. Eieiei. Gib nicht auf. Wirklich ein großer Fisch. Ein alter Fisch wahrscheinlich. Ein Fisch, der noch nie irgendwo an der Angel hing. Haken hängt ganz vorne im Maulwinkel. Komm! Eieiei! Richtiges U-Boot. Richtiges U-Boot, der zweite Fisch. Schaut mal hier. Wieder Tigernuss Maiskorn. Ganz vorne knapp in der Lippe gehakt. Wahnsinn. Wahnsinn. Schaut euch mal dieses U-Boot an. Alter Vater, was ein Fisch. Was ein toller Fisch. Was ein toller Fisch. Und im Uferbereich einen richtigen Nahkampf geliefert. Wahnsinn. Was mein Sohnemann jetzt wohl gerade verpasst. Aber morgen früh ist er am Start. Und da geht's weiter. Petri heil. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das ist ja wirklich brutal, wie das hier anläuft. Ich habe mir jetzt mal eine gute Portion Bait Lounge Boilies hier eingepackt und werde jetzt mal am hinteren Ende vom See an dem anderen Schilfgürtel schon mal ein bisschen Futter bringen. Heute Nacht behalte ich die beiden Plätze bei, aber morgen Mittag werde ich eine Route dort weglegen. Bisher ist nur die Route mit den Partikeln gelaufen. Das ist auch eigentlich nicht abnormal, denn Gewässern, wo nicht geangelt wird oder sehr wenig geangelt wird, gehen die Fische natürlich zuerst auf Partikel los, weil sie Boilies manchmal erst kennenlernen müssen. Aber wenn sie kennen, dann gibt es einen Fressrausch. So, hier ist ein schöner Bereich. Über unzugängliches Ufer brauchen wir nicht zu sprechen. So, und hier vorne dran werden wir jetzt noch so ein paar Scobutter-Boilies füttern. Den Platz werden wir dann morgen mal testen. Ein bisschen Mais noch dabei. Einfach mal, dass sie sich dran gewöhnen. Über die Hecke geworfen. Das ist übrigens auch ein guter Tipp für euch, wenn ihr mal 2-3 Tage an ein euch neues, unbekanntes Gewässer fahrt, wo ihr vorher nicht unbedingt irgendwas vorbereiten konntet, was wir ja auch nicht konnten, kommt an, legt eure Ruten, füttet erstmal da ganz wenig drauf, guckt, was passiert
und sucht euch währenddessen schon andere interessante Plätze, auf die ihr dann gegebenenfalls ausweichen könnt. Ne? Dann kann man mal schnell eine Route umlegen, was Neues probieren und da dann schon irgendwie einen Platz bei dem Instant-Angeln ohne große Vorbereitung vorher für die Fische aufbauen. Und die Scobata-Boilies in Verbindung mit Partikeln, ja, die sind immer gerannt. So, jetzt zurück zur Freundin, die wartet. Die will noch ein bisschen Gemütlichkeit heute Abend. Und ich hoffe, dass er noch ein bisschen mehr als Kameramannfrau zur Seite steht. Denn später, wenn es richtig dunkel wird, bin ich alleine. Mit dem Einbruch der Dunkelheit ist es jetzt etwas ruhiger geworden. Aber schaut mal, ich weiß nicht, ob ich das mit der Kamera einfangen kann, was hier vorne im Flachwasserbereich an der Baustelle hier von meinem Sohn, wo die ganzen Bagger stehen, unsere Treppe ist, was hier los ist mit kleinen Fischen. Das ist verrückt. Das ganze Wasser kocht. Also morgen werden wir auf jeden Fall mal Raubfischangeln gehen. Guckt euch das mal an, was hier an Brutfischen da ist. An kleinen Lauben, Rotaugen. Das ist echt brutal. Echt verrückt. Da war ein kleiner Wels. Habt ihr den gesehen? Da ist ein kleiner Wels drin. Der raubt da in der Mitte. Da hinten ist er. Das ist ja spannend. Ein kleiner Waller schiebt hier durch. Wallerzeug habe ich jetzt keins dabei, aber Hechtgerät habe ich am Start. Ein kleiner Wels war da eben. Der hat hier durch die kleinen Fische geraubt. Bin mal gespannt. Wahnsinn. Solche Abenteuer hier direkt in der Heimat. Und bisher das Boot hier nur als Badeboot gebraucht. Die Karpfen wurden vom Ufer reingeschlänzt und schon zwei gute Fische abgeholt. Guckt euch das mal an, das ist ja echt brutal. Der nächste Biss jetzt kurz vor Mitternacht. Die Family pennt mittlerweile. Er fühlt sich schwer an. Großer Schuppi ist es. Großer Schuppi. Ein richtig alter Fisch hier. Ein richtig alter Fisch im Kescher. Wahnsinn. Wahnsinn. Schaut euch mal diesen Schuppi an. Ein riesengroßer alter Fisch. Ein riesiger Schuppenkarpfen. Unglaublich. Schaut euch mal diesen Büffel an. Wahnsinn. Wahnsinnsteil. Über einen Meter Länge. Puh. Und auch Gewicht hat er. Richtiger alter Fisch hier aus dem kleinen See. Petriheil. Weiter geht die wilde Fahrt. So, ich habe mir einen neuen Futtereimer zurechtgemacht. Scobutter-Boilies und Partikel. Alles ist neu aufgeködert. Never change a running system. Tigernuss und so ein Pop-up-Fakehorn-Mais. So, laufen wir wieder los. Was ein Wahnsinnsstart hier am kleinen, unbekannten Flachlandsee, muss man ja sagen. Ne? Ich kann mich jetzt definitiv das erste Mal umziehen. Kamerafrau schläft mit meinem Sohnemann oben im Dachzelt. Und ich habe jetzt schön Wasser geschöpft. Jogginghose ist durch. Hier, die Knie sind durch. Die Socken sind durch. Alles ist einfach durch. Aber deswegen sind wir hier. Und was hier abgeht, müssen wir mitnehmen. Was ein langer alter Schuppmann. Bis zum Biss. Papa? Ja? So, jetzt gibt's erstmal einen Schwung. Kaffee. Papa.
Ja, wir gehen jetzt gleich los. Probieren ein paar Rotaugen zu fangen. So ist echt cool. Machst du die Schwimmweste zu, genau. Ja. Zum aufs Boot gehen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Und dann werden wir eine Rute hier rüber ziehen. Auf der linken Rute war keine Aktion. War ja gut, dass wir gestern Abend ein bisschen was gefüttert haben. Einen neuen Platz vorbereitet haben. Probieren wir jetzt aus. Alles nochmal scharf machen. War eine verrückte Nacht. War echt eine verrückte Nacht. Tilly, wir haben einen Fisch. Ich glaube, der ist fest. Irgendwo ist er rangeschwommen. Irgendwo reingelaufen. Jetzt müssen wir aufs kleine Boot drauf. Zum Glück haben wir es mit. Komm, wir müssen den Kescher mitnehmen. Nimm mal deine Angel kurz aus dem Boot raus. Der andere Fisch ist irgendwie festgegangen. Der ist hier an der Angel, wo eben der Biss war. Komm, nimm mal deine Angel kurz raus, leg die mal raus. Leg die ans Ufer. Nimm mal den Kescher nach vorne, also vorsichtig. Genau, krabbel ganz vorne ins Boot. Okay. Also, leg mal rein. Weiter vor. Genau, und jetzt fahren wir mal da hin. Irgendwo da reingeschwommen, wahrscheinlich in den Schilfgürtel, oder? In den Schilfgürtel. Juhu! Lange Angel, gell? Hier ist er irgendwo reingeschossen, der Fisch. Voll ins Schilf rein. Müssen wir jetzt mal vorsichtig hier ziehen. Da unten hängt er. Warte mal, ob wir den hier rauskriegen. Wo hängt er? Irgendwo da im Schilf muss er hängen. Der Karpfen. Da ist er irgendwo reingeschossen. Ja. Ne? Ja, warte mal. Den Kollegen. Ja, jetzt ist er ganz schön ausgerastet eben. Gell? Ich glaube, jetzt ist er wieder frei. Warte, wir nehmen jetzt mal kurz den Kescher hier. Uiuiuiui. Halt den mal fest, den Kescher. Super. Jetzt ist er hier ins nächste rein. Ja, weil die Fische dann so ins Schilf reinschießen. War gut, dass wir das Boot nochmal mitgenommen haben, gell? Ja. Oh, jetzt schwimmt er raus. Uiuiuiui. Ja, hier hinten schwimmt er jetzt rum. Jetzt ist er im freien Wasser hier. Ui, jetzt gibt er noch mal ganz schön Gas. Hier kämpft er, der Karpfen. Wo? Da. Die Angel ist ganze Angel ist krumm. Siehst du das? Haben wir den noch mal dran. Und dann kannst du helfen, den zu fangen. Ui, guck mal, wie der zieht das ganze Schlauchboot jetzt hinter sich her, der Karpfen. Wo? Naja, uns. Guck mal, wie die Angel krumm ist. Die ist ganz krumm jetzt. Da kommt er jetzt langsam. Wo? Na da, siehst du. Achtung, jetzt kommt er gleich mal hoch. Er kämpft jetzt gut, der Karpfen. Der ist in das Schilf rein. Da ist er. Da unter Wasser. Gleich haben wir einen Kescher. Siehst du, da schießt er rum. Ein Spiegelkarpfen. So einen haben wir jetzt noch gar nicht gefangen. Oh. Warte. Da ist er. Achtung, loslassen. Kescher loslassen. Jetzt ist er drin. Jetzt hast du ihn. Super. Oh. Super, ein großer Karpfen ist da drin, siehst du? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn gefangen. Jetzt haben wir ihn. Ja, super. Ins Boot damit aber. Nee, ins Boot tun wir den nicht. Wir paddeln da jetzt mit dem Kescher, wenn der Fisch im Wasser bleibt, ans Ufer. Und dann machen wir ein schnelles Foto, oder? Ja. Alles klar, und super. Fisch fangen. Ja klar, fangen wir noch einen Fisch. Da war eben noch ein. Schlag ein, Petri Heil, hier. Faust. Bam, super. Kleiner Spiegler. Guck mal, der Schwanzflosse, genau. Das ist ein cooler Fisch, oder? Ja. Ja.
Yes, aber sehr, sehr lieb. Der kann ja auch beißen. Nee, Karpfen können nicht beißen. Doch. Guck mal, der ist cool, oder? Aha. Ein schöner kleiner Spiegler im Morgengrauen. Petri Heil. Wir müssen jetzt nachfüttern. Machen noch mal ein paar Boilies da rein. So einen guten Scobata Boilies. Ein paar Hände. Nimm die Hände oder die Schaufel, wie du willst. Genau, die nehmen wir mit. Können wir am Ufer langlaufen, was nachfüttern. Super, ja. Noch ein paar rein. Du kannst auch ein paar reinwerfen dann. Damit die Fische was zu fressen haben, gell? Aha. Ja. So, das reicht, glaube ich, schon. Nimmst du den Eimer oder soll ich ihn tragen? Mach wieder zu, dass die Fini die ganzen Boilies auffrisst. Ich trage ihn. Noch ein bisschen Mais dazu? Hä? Mach noch eine Schippe Mais rein, eine Kelle Mais rein. Genau, super. So eine Schaufel reicht. Genau, mach die in den Eimer mit rein. Und dann können wir außen rumlaufen, wieder füttern. Und dann können wir die Rute wieder dahin. Ich brauche die Schaufel. Du trägst die Schaufel und ich den Eimer. Alles okay. Klar, los geht's. Wir laufen wieder an den Schilfgürtel hier. Mega cooler Fisch. Mega cooler Fisch, das sagt der Papa auch. Genau, und da können wir wieder ein bisschen Futter jetzt reinschmeißen. Und dann fangen wir vielleicht noch ein, weil die meisten Fischer der Papa heute Nacht gefangen, da hast du schon geschlafen. Aber jetzt warst du dabei. Und jetzt war es auch gut, dass wir das kleine Boot dabei hatten. Weil der und ist hier. Gefangen. Dann haben wir einen Mega-Karpfen gefangen. Größer. Und hier genau werfen wir wieder unser Futter hin, aber weit raus, gell? Hier, schön hinter das Schilf. Hä? So weit du kannst, hinter das Schilf da. Genau da hinter das Schilf. Werf. Ah. Super, noch ein kleines Stück weiter. Nicht so viel reinmachen, wenn du so viel reinmachst, fliegt es nicht so weit. Mach ein bisschen weniger rein. So, und das kannst du jetzt richtig rausschleudern. Super. Super. Das war jetzt mehr die Mäuse gefüttert. Guck mal, ich helfe dir. Du musst die so in die Hand nehmen, die Schaufel. Achtung. So, und jetzt gehst du so nach hinten. Achtung. Achtung. Und jetzt. Der war gut. Und noch ein. Warte, nicht so viel immer auf einmal. Ein bisschen weniger. Aber jetzt machst du mit der Schaufel und mit der Hand. Okay, dann machst du mit der Hand und ich mit der Schaufel. Und dann können wir wieder hierher laufen und gerade die Rute hier auf dem Ufer wieder reinwerfen. Ich hatte euch ja noch versprochen, zum Anfang des Videos, euch mal meinen neuen Outdoor-Kühlschrank von Croke vorzustellen. Den habe ich jetzt seit einiger Zeit im Einsatz, sowohl wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin oder beim Camping. Ich nutze hier die 45-Liter-Version. Der Kühlschrank besteht aus einem robusten Äußeren, hat zwei praktische Tragegriffe an jeder Seite und für den längeren Transport, wenn er mal richtig voll sein sollte, hier so einen tollen Zugriff und hinten zwei stabile Räder, wo ihr den auch ganz toll hinter euch herziehen könnt. Der Kühlschrank wird strombetrieben. Er verfügt über zwei Anschlüsse. Einmal den normalen Zigarettenanzünder, den habt ihr am Boot, den habt ihr im Auto oder einen normalen Netzstecker für die Stromsteckdose, wenn ihr auf dem Campingplatz unterwegs seid oder irgendwo Stromzufuhr habt. Das Gerät wird hier einfach angeschalten. Über diese beiden Tasten könnt ihr die Temperatur regulieren. Der Kühlschrank lässt sich von 20 Grad auf bis zu minus 20 Grad einstellen. Der Kühlschrank verfügt über zwei Temperaturzonen. Das geschieht über die Teilungsplatte hier im Inneren. Ihr habt also problemlos die Möglichkeit, auf der einen Seite Sachen kühl zu halten, aber auf der anderen Seite auch Sachen gefrieren zu lassen. Oder, wie gesagt, Eiswürfel problemlos aufzubewahren. Wenn ich längere Zeit unterwegs bin, hänge ich ihn natürlich an der Autobatterie ab und nutze eine große Powerstation mit Solarpanel, um den Kühlschrank zu betreiben. Ansonsten hat der Kühlschrank aber auch ein Batterie-Entladungswarnsystem. Also wenn ihr ihn jetzt am geparkten, am stehenden Auto hängen haben solltet, geht er irgendwann in einen Stromsparmodus, wenn er merkt, eure Batterie geht langsam zur Neige und ihr lauft auf jeden Fall nicht Gefahr, irgendwo mit einer leergezogenen Batterie
rumzustehen. Ihr habt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten am Kühlschrank. Das könnt ihr alles über diesen Einstellungsbutton hier vollziehen. Im Eco-Modus läuft der Kühlschrank sehr sparsam, sehr energieeffizient. Und wenn ihr mal schnell was runterkühlen müsst, dann nehmt ihr den Max-Modus und dann hat er richtig Leistung und kühlt all eure Sachen zuverlässig ein. In der Videobeschreibung findet ihr alle Infos zum Gerät, sogar einen Rabattcode von mir. Ich denke, jetzt in der warmen Jahreszeit ist es auf jeden Fall kein Fehler, so ein Teil dabei zu haben, egal wo ihr unterwegs seid. Ihr habt auf jeden Fall immer kalte Speisen und gut gekühlte Getränke. Und jetzt holen wir uns den nächsten Karpfen. So, ich gehe jetzt mal auf der Route am Schilfgürtel von den Partikeln weg und habe so ein Sweetcorn Pop-Up auf den Scobutter-Boilie oben drauf gesetzt, den 16 mm Scobutter oben ein bisschen angeritzt, dass es sich schön zusammenlegt, der Köder. Jetzt laufen wir die Route wieder rüber. Wieder Fallbiss. Beißt gerade wieder ein Fisch, guck. An dem Swinger geht es hoch und runter die ganze Zeit. Das ist ganz komisch. Ich möchte den Fisch endlich mal sehen. Scheiße. Brot. Das hat Brot. Guck mal, was wir hier dran haben. Das ist gar kein Karpfen, das ist irgendein anderer Fisch. Ich glaube, ein großes Rotauge oder irgendwas. Irgendein Weißfisch war da eben dran. Ja, eine Brasse. Wir haben eine Brasse gefangen, Tilly. Guck dir das mal an. Die Brasse kommt hier auf den Schneemann. Eine Brasse. Eine Brasse gefangen. Das ist ja verrückt, hä? Guck mal. Brasse auf diesen Riesenköder. Guck mal. Lass mal gleich wieder schwimmen, oder? Nee. Die können wir jetzt hier nicht essen. Deswegen müssen wir die zurücksetzen. Achtung. Zack. Und tschüss. Ich habe jetzt hier einen einzelnen Bodenköder aufgezogen. Wieder rüber an die Schilfkante. Futter liegt. Route kommt jetzt hinterher. Laufen wir wieder um den See außen rum. Bin gespannt. Jetzt haben wir ein Vergleichsangeln. Partikel gegen Boilies, aber die kommen jetzt, glaube ich, langsam ins Laufen. Tilly, ein Fisch, der nächste Fisch. Genau an dem Platz, wo wir gestern Abend noch gefüttert haben, kommt jetzt der erste Huber. Einzelner Scobutter-Boilie. An dem Schilfgürtel da drüben. Ja, der ist da dran, Tilly. Da hinten kommt der Papa-Fuß. Steht gut drin, der Fisch. Abgegangen wie ein D-Zug. Aber es war gut, dass wir gestern Abend schon den Platz da auf der anderen Seite ein bisschen vorgefüttert haben. Zweite Aktion ist auf die reinen Boilies. Vorher die kleine Brasse. Verrückt, ne? Die zieht sich so ein Schneemann da rein. So, jetzt ist er hier vorne der Fisch. Ein Fisch herangehen. Verrückt, bisher kamen die größten Fische auf die Partikel und die kleineren jetzt kommen auf die Boilies. Komisch, aber dranbleiben. Wahrscheinlich werden sie keine Boilies hier großartig kennen. Aber Dampf haben sie. Hast du einen Kescher in der Hand? Ja. Okay, super. Da vorne ist er, der Karpfen. Ja, ein Schuppenkarpfen. Der hat ganz schön viel Kraft. Guck mal, wie der zieht. Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt hast du ihn gesehen. Der will noch nicht in den Kescher rein, ne? Ja. Ganz schön wild. Angeln, der Becher, der keine Kraft hat. Ist ja da immer noch. Ja, der ist ganz schön wild, gell? So, jetzt haben wir ihn. Guck mal hier rein. Hä? Halt mal die Angel hier mit fest. So, guck mal hier rein. Da ist er drin. Da ist er. Und auf so einen einzelnen gelben Boilie hat er gebissen. Siehst du? Ach.
kleiner schöner Schuppi vom Schilfgürtel am gegenüberliegenden Seeufer. Das war der Platz, wo wir gestern Abend noch ein bisschen Futter gebracht haben. Die Scobata-Boilies kommen jetzt ins Laufen. Dann laufen wir wieder außen rum ans Schilf und legen da wieder hin. Wo ein kleiner Karpfen beißt, kann auch gleich ein großer Karpfen beißen. Noch ein paar rein. Das ist doch super. Okay, los geht's, lauf mal los. Der erste Schuppi hier drüben am neuen Platz ist gefangen. Ich laufe jetzt wieder rüber, ein bisschen Futter bringen und dann die Rute wieder dahin schlanzen. Das ist ganz cool, dass ich hier wirklich vom Ufer aus alle Bereiche erreichen kann und das Boot wirklich nur einsetzen muss, wenn ein Fisch irgendwo festläuft. Heute früh der kleine Schuppi ist in den Schilfgürtel reingeballert. Das kann natürlich passieren, vom Ufer war er für mich wie fest. Und wie wir dann drüber waren, habt ihr das ja gesehen. Komm, schnell, wir füttern die Fische. Und wie wir dann mit dem Boot dort waren, habt ihr gesehen, konnte man ganz einfach und schnell aus dem Schilf rauswurschteln. Aber das machen sie oft, wenn man nah am Schilfgürtel angelt, dass sie halt auch in den Schilfgürtel reinschießen. So, hier am Schilf füttern wir wieder? Mhm. Ja? Ja. Hier vorne, unter dem Baum haben wir gefüttert. Gestern Abend, oder? Da werfen wir jetzt wieder was rein. Los. Super. Gleich direkt an die Uferkante, ihr braucht gar nicht weit raus. So, die anderen ein paar Beulis raus, werf sie mit der Hand hier übers Schilf drüber. Und kräftig. Super. Mehr gibt auch noch viel. Na klar, wirf auch noch ein paar rein. Zack. Futter ist drin. Jetzt holen wir noch die Rute, schlänzen die hier rein und laufen zurück. Oh, sie werden größer, Tilly. Mal. Großer Schuppi. Super, und jetzt Kescher hochheben. Los, tut mir mal. Kescher hochheben. Super. Ja, der nächste Fisch. Eben kam der kleine Schuppi da drüben. Hältst mal die Angel kurz. Und jetzt ein richtig starker Kugel runter. Die Boilies zeigen langsam ihre Wirkung. Toller Fisch. Perfekt gehakt hier unten. So. Zeigen euch mal schnell am Ufer. Schöner Schuppi jetzt hier zur Mittagszeit. Vom hinteren Schilfgürtel. Der Platz fängt jetzt an zu funktionieren. Petri Heil. Das ist ja wirklich jetzt mal mega direkt hier hinter dem Schilfgürtel angelaufen. Egal an welcher Uferseite, links oder rechts, die Fische stehen drauf. Wir kriegen gut Aktion. Und das Spannende ist, vorhin war der Gewässerbesitzer kurz da und hat gesagt, Mensch Stefan, schon coole Fische gefangen, aber hier müssen richtige Kaventsmänner noch rumschwimmen. Ich bin wirklich gespannt, ob wir davon noch einen von den urigen alten Fischen, sein Vater soll die vor 15, 20 Jahren besetzt haben, ans Band bekommen können. Und ob das passiert und wie es weitergeht und ob wir hier noch einen starken Raubfisch ans Band bekommen. Futterfisch ist ja reichlich da. Gestern Abend konnte man ein paar kleine Waller beim Rauben in den Lauben beobachten, in den Weißfischen hier. Also ob der Raubfischplan noch aufgeht und ob wir noch einen richtig fetten Karpfen hier ans Band bekommen, das seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Spontantrip an ein neues, mir komplett unbekanntes Gewässer mit meinem Sohnemann. Der ist auf jeden Fall hellauf begeistert. So viel Karpfen hat er in so kurzer Zeit noch nicht gesehen. Und ich bin auch mega froh, dass es so angelaufen ist. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Viele Grüße, genießt es, mit der Family draußen zu sein. Und einen schönen Sonntag euch allen noch. Euer Stefan. Ciao, ciao.